Hi, mein Name ist Alicia. Was glaubst du, wie alt ich bin? 40? 50? Vielleicht älter? Nun, falsch gedacht. Ich bin erst 17. Wie ist das möglich, fragst du dich vielleicht. Wieso sieht dieses Mädchen aus wie eine alte Frau? Die Sache ist die, ich habe eine seltene Krankheit namens Progeria. Es ist eine Krankheit, die dazu führt, dass der Körper schneller altert. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, eine echte Superheldin zu werden, die mittlerweile überall auf der Welt bekannt ist. Willst du wissen, wie ich das geschafft habe? Dann hör dir meine Geschichte an. Glaub mir, jedes Wort ist wahr. Alles begann, als ich ein Kind war. Es war schwierig für mich, wie alle anderen zu sein, wegen meiner Krankheit. Ich konnte nicht mit anderen Kindern spielen oder Sport machen, weil es schwer für mich war, mich zu bewegen. Die meiste Zeit verbrachte ich zu Hause und malte. Das war mein Hobby. Mit der Zeit wurde ich sogar ziemlich gut darin. Ich begann, mir ganze Geschichten auszudenken und diese zu malen. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie schwer es für Menschen mit Gesundheitsproblemen und ungewöhnlichem Aussehen ist. So habe ich jeden Tag damit verbracht, bis etwas Seltsames geschah. Eines Tages saß ich in meinem Zimmer und zeichnete eine neue Geschichte, als ich plötzlich das Verlangen danach verspürte, Eis zu essen. Es war ein langer Weg bis zum Einkaufsladen und meine Mutter war nicht zu Hause. Mir war klar, dass ich an diesem Tag keine Süßigkeiten essen können würde. Aber ich wollte so sehr Eis mit Ahornsirup essen, dass ich es sogar gemalt habe. Plötzlich hörte ich einen Knall. Meine Zeichnung wurde zum Leben erweckt und wurde zu echter Eiscreme. Ich traute meinen Augen nicht. Vorsichtig nahm ich es in meine Hand und probierte es. Es war echte Eiscreme, genau so, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich entschied mich dazu, etwas zu experimentieren und zeichnete ein großes Glas Cola. Ich wollte wirklich, dass es real wird. Dann kam ein weiterer Knall und ein Glas Cola erschien vor mir auf dem Tisch. Unglaublich. Ich verbrachte die ganze Woche damit zu experimentieren. Ich zeichnete verschiedene Objekte und wünschte mir, dass sie wahr werden. Und sie erschienen sofort vor mir. Ich erkannte, dass ich irgendwie wirklich eine Superkraft hatte. Ich war anders als andere Menschen. Ich wollte meine Superkräfte für das Gute einsetzen. Aber ich wusste noch nicht, wie ich das machen konnte. Eines Tages, als ich gerade meine neue Fähigkeit trainiert hatte, klingelte es an unserer Tür. Menschen in schwarzen Anzügen standen vor der Tür. Das waren Spezialagenten einer geheimen Organisation. Sie sagten, sie wüssten von meiner Superkraft und boten mir an, ihrer Organisation beizutreten. Ich war so überrascht, dass ich kein Wort herausbrachte. So sehr wollte ich es. Natürlich sagte ich zu. Erst später erfuhr ich, dass die geheime Organisation Unsichtbares Schild hieß und sich mit Bösewichten befasste, die zu gefährlich für das normale Militär waren. Sie verwendeten alle möglichen Arten von Spitzentechnologie und hatten die coolsten Agenten. Natürlich mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ich lernte mein Team kennen. Die Mitglieder waren Leute mit Gesundheitsproblemen und ungewöhnlichem Aussehen. Zum Beispiel hatte Josh das Marfan-Syndrom. Er war dünn und groß und konnte seinen Körper dehnen, wie er wollte. Dann war da Kate. Wir nannten sie Mermaid Girl. Sie hatte Sirenomelie. Eine Deformation, bei der Menschen mit zusammengewachsenen Beinen geboren werden. Kate konnte nicht laufen, aber sie konnte schwimmen wie ein Fisch und lange unter Wasser bleiben. Miles war das vierte Mitglied unseres Teams. Sein Körper war von Muttermalen bedeckt. Er sah aus wie ein Leopard oder Dalmatiner. Er hatte auch eine Superkraft. Er konnte mit jedem Hintergrund verschmelzen. Deshalb gab man ihm den Spitznamen Chamäleon. Wir vier begannen, unsere Fähigkeiten in dem geheimen Stützpunkt zu verbessern. Unsere Eltern glaubten, wir wären in einem Sommercamp für Kinder mit Behinderung. Wir mussten eine Geschichte erfinden, weil wir echte Superhelden waren. Und dann? Eines Tages bekamen wir unsere erste echte Mission. Ein Bösewicht wurde auf einer kleinen Insel im Pazifischen Ozean entdeckt. Er war dabei, eine Armee von Robotern zu bauen, um die ganze Welt zu übernehmen. Er nannte sich selbst Dr. IT. Er war ein fieser Typ, der gestoppt werden musste. Nur wir konnten das tun. Und so machten wir uns sofort auf den Weg. Wir flogen mit unserem supergeheimen Flugzeug zu der Insel, auf der Dr. IT sich versteckte. Als plötzlich die Roboter auf der Insel das Feuer auf uns eröffneten.
Der Bösewicht hatte herausgefunden, dass wir seine Pläne durchkreuzen wollten. Eine der Granaten traf das Flugzeug und wir stürzten ins Wasser. Das Flugzeug begann schnell zu sinken. Immer mehr Wasser floss ins Innere. Wir hätten ertrinken können. Doch Kate, Mermaid Girl, schnappte uns und zog uns an Land. Wir befanden uns auf der Insel des Schurken. Wir gingen zu Fuß weiter. Wir machten uns auf den Weg durch den Dschungel zu Dr. IT's Schloss, als wir von Robo-Wächtern angegriffen wurden, die uns aufhalten sollten. Wir bekämpften sie mit unseren Superkräften, doch es wurden immer mehr. Dann rief Josh: Lauf, ich halte sie auf! Er blieb allein zurück, um die Roboter zu bekämpfen, während Miles und ich weiterliefen. Schließlich erreichten wir Dr. IT's Schloss. Oh nein, es wurde so schwer von Robotern bewacht, dass es unmöglich war, hineinzugelangen. Dann sagte Miles, er würde sich hineinschleichen und ein Seil herunterlassen. Er tarnte sich mit der Wand und wurde unsichtbar. Er lief direkt vor den Robotern entlang, doch diese bemerkten überhaupt nichts. Er schlich ins Innere des Schlosses und warf das Seil für mich über die Mauer. So landete auch ich im Inneren des Schlosses. Wir liefen durch die düsteren Flure auf der Suche nach Dr. IT. Wir kamen so weit. Plötzlich kam in einem der Flure ein Gitter von der Decke und trennte Miles und mich. Ich war alleine. Miles sagte zu mir, du musst weitergehen, du musst den Schurken aufhalten. Also suchte ich weiter nach Dr. IT. Ich stieg zum Obergeschoss des Schlosses hoch und stand den angsteinflößenden Robowächtern gegenüber. Dies waren die persönlichen Wächter von Dr. IT. Sie lachten, als sie ein kleines Mädchen vor ihnen erblickten. Doch sie wussten nichts von meinen Superkräften. Indem ich nur einen Filzstift benutzte, malte ich alles, was mir dabei helfen könnte, die Roboter zu besiegen. Oh ja, das hätten sie nicht erwartet. Als all die Roboter zerstört waren, schritt ich über die rauchenden Überreste und lief zum Hauptlabor. Da stand er, genau vor mir, Dr. IT. Er lächelte und sagte, du bist ein sehr mutiges Mädchen. Ich brauche Menschen wie dich. Willst du meiner Truppe nicht beitreten? Ich werde dich zum Offizier der Armee machen. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ich antwortete, dass ich mich niemals auf die Seite des Bösen stellen und immer für das Gute und für Gerechtigkeit kämpfen würde. Dr. IT lachte böse und antwortete, dann wirst du untergehen. All die Roboter unter Dr. IT stürmten auf mich zu. Ich hatte kaum genug Zeit, um die Objekte zu zeichnen und animieren, um sie abzuwehren. Doch es waren zu viele Roboter und ich musste mich zurückziehen. Konnte dieser Bösewicht gewinnen? Dann sah ich Kate, Miles und Josh neben mir. Meine Freunde kamen mir zu Hilfe. Zusammen gewannen wir gegen die Roboter. Ich sah, wie das Lächeln von Dr. IT's Gesicht wich, als er erkannte, dass er verlor. Der Schurke drückte einen Knopf, der eine geheime Tür öffnete und verschwand dahinter. Ich bemerkte, dass Dr. IT versuchte zu entkommen. Das konnten wir nicht zulassen. Schließlich besiegten wir die Roboter und jagten dem Schurken hinterher. Dr. IT versteckte sich immer wieder vor uns im Schloss. Doch wir fanden ihn jedes Mal. Schließlich erwischten wir ihn in einer Sackgasse. Er konnte nirgendwo hin. Dr. IT setzte sich in eine Ecke und begann zu weinen. Wir sahen einander überrascht an. Die Maske, hinter der er sein wahres Gesicht versteckt hatte, fiel zu Boden. Dr. IT sah uns an und wir sahen einen weinerlichen, alten Mann. So war er also wirklich. Dr. IT sagte, sein Name war Martin und er war 19 Jahre alt. Er hatte dieselbe Krankheit wie ich, Progeria. Er alterte sehr schnell. Martin erzählte uns seine Geschichte. Als Kind machte sich jeder über ihn lustig. Niemand wollte mit dem kleinen alten Mann befreundet sein. Er war immer allein. Robotik war seine einzige Leidenschaft. Martin erschaffte gern verschiedene Roboter und spielte mit ihnen. Eines Tages, als er besonders schlimm in der Schule gemobbt wurde, wurde er wütend und entschied sich eines Tages, Rache an den Tätern zu nehmen. Er arbeitete Tag und Nacht und baute eine Armee an bösen Robotern, mit denen er die Welt erobern würde. Martin wollte jeden zerstören, der anders war als er. Er wurde zu Dr. IT und siedelte sich auf der Insel an. Wir erkannten, dass Martin nur ein unglücklicher Mensch mit einem Groll gegen die Welt war. Er war wie wir. Doch im Gegensatz zu ihm fühlten wir uns nicht wie Aussätzige. Wir entschieden uns dafür, Martin zu helfen. Schließlich war er tief im Inneren verletzlich und nett. Wir nahmen ihn mit uns und brachten ihn zu unserer geheimen Organisation. Dort lernte er, dass er besonders war. Er hatte eine Superkraft. Sein technisches Genie und er konnte es für das Gute einsetzen. Martin erkannte, dass er falsch lag und wir wurden Freunde. Ein fünfter Held schloss sich unserem Team an.
Das ist die ganze Geschichte. Du wirst vielleicht sagen, dass das eine unmögliche Fantasie ist, aber ich sage es dir. Es ist wirklich so passiert. Nicht im echten Leben, aber auf den Seiten meines Comicbuchs. Ja, dies ist eine von mir gezeichnete Geschichte. Und das ist meine Superkraft. Ich werde niemals wie alle anderen sein können. Aber ich kann mir eine ganze Welt ausdenken, in der ich sein kann, wer ich will. Und ich kann tun, was auch immer ich will. Dieser Comic namens Alicia Faust Dr. IT war so gut, dass ein großer Verleger vorschlug, eine ganze Comicreihe über Alicia und ihr Superteam zu veröffentlichen. Natürlich habe ich zugestimmt. So wurde ich auf der ganzen Welt bekannt. Denk daran, wenn du nicht stark genug bist, um zum Superhelden zu werden, dann kannst du immer einen anderen Weg finden, um deinen Traum zu erfüllen. Hey, mach dich bereit für die neuen Abenteuer von Alicia und ihrem Superteam. Unsere Helden stellen sich echten Bösewichten gegenüber. Captain Unsubscribe, Dr. Dislike und Mr. Hater. Möchtest du dem mutigen Team im Kampf gegen das echte Böse beistehen? Dann abonniere den Kanal Persönliches Tagebuch und aktiviere die Glocke. Zusammen können wir gewinnen.